Ja, hallo und herzlich willkommen, euer Mr. Petty Games wieder am Start. Und wir sind heute nicht alleine, wir haben heute ein wunderschönes Telefonat via Skype mit dem lieben Joe DV. Ja, der hat ab und zu mal einen kleinen Sprachfehler, aber das kennt ihr bestimmt von seinen Videos schon. Warte, das ist ein bisschen witzig. Lasst mir das jetzt. Ja, nee. Spaß. Ach, halt's Maul. Keine Schimpfwörter, ich sag extra Schimpfwörter, ja. Keine schlimmen Wörter in meinen Videos, bitte, ne? Brian. So. So. Wir laden mal unseren Spielstand. Oh, ich hasse diese Maus. Jetzt öffnet sich irgendeine Scheiße! Gut, wir haben in im Büro aufgehört. Und ich habe schon wieder vergessen, meinen Timer einzuschalten. Fällt mir gerade auf. Schau mal auf die Uhr schnell. Ich habe einen Timer laufen. Achso, ja, das ist sehr gut. Du hast jetzt genau bis 12 Uhr Zeit. Oh ja, okay. Da seht ihr mal, der liebe Joe, die Ding dann alles. Siehst du mal. So. Guck mal, hey. Wir hatten das letzte Mal die wunderschöne Taschenlampe gefunden und jetzt brauchen wir noch Batterien. Batterien, wie du immer sagst, ne? Batterien. Da ist nichts. Boom! Da ist. Auch nichts. Was für ein interessantes Thema hast du heute? Ein interessantes Thema. Wie das verschätzt. Willst du jetzt ernsthaft während meinem wunderschönen Let's Play ein interessantes Thema ansprechen? Und es fängt schon wieder das Bitzel an, die wunderschöne Musik hört man auch schon wieder. Ich bin gerade echt schön am überlegen, ob ich mal auf den Gang rausgucke. Ich sehe sie komischerweise nicht, aber ich glaube, die steht drüben im Robert sein Büro. Ich lasse jetzt trotzdem mal die Tür zu. Und na komm, verkriech mich mal unterm Tisch. Mikrofon angespuckt. Mensch. Was ist denn da los? Diese wunderschöne, beruhigende Musik. Dam, 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 dam. Und das Telefon fängt an zu klingeln während der Musik. Na klar, da gehe ich jetzt einfach nochmal ran. Wir hatten zwar schon mal ein ausführliches Gespräch, aber trotzdem. Ja, dasselbe wie vorher. I see you. Schön. Zurück an den Tisch. Zurück an den Tisch. Was da los? Bist du mein neuer Freund? Neuer Freund? Wollen wir Freunde sein? Ah, es hat aufgehört. Jetzt muss ich das ausnutzen, während es mal nicht bitzelt. Jetzt ist bitzelt. Oh, der Schwerpunkt. So. Jetzt guck ich nochmal beim Rücken. Noch mal so, warum ist da das Licht aus? Ich hab's angemacht. Naja, egal. Lach nicht so vergrübelt. Ich brauch Batterien. Ah, ein Mülleimer. Ja, komm, beeil dich. Picked up battery used. Ja, schön, Alter. Wir brauchen mal neue Batterien und nicht andauernd nur so scheiß gebrauchte hier. Und ich hab schon im Gefühl, gleich fängt's wieder das Bitzeln an. Sag's jetzt, das passiert wirklich. Ja, das Blöde ist, ich bin jetzt genau in dem Zimmer, wo man sich nirgendwo verstecken kann. Mach die Tür zu. Da ist keine Tür, ich bin im vorderen Zimmer. Dann verkrieche ich mich jetzt gleich nicht in das Zimmer, mach schon mal gleich die Tür zu. Ich weiß nämlich, dass das gleich. Und die Gesichter sind gerade angegangen. WTF. Gesichter on screen. Es ist so wunderschön. Ich sing jetzt eine Runde. Okay, sing mal eine Runde. Also Leute, ihr hört jetzt einen wunderschönen Nachwuchsstar aus Deutschland. Da kommt sogar Dieter Bohlen ins Staunen. Das Bitzel immer noch nicht. Ja, dann lass es Bitzel. Wenn ich jetzt die Tür auf. Tür zu.
Tür zu. Muss ich mich gleich einloggen? Nicht mal hier rein? Mit mich einloggen. Tür zu, na komm. Tür zu. Zu. Was singen wir denn heute? Sing was Schönes. My heart will go on. Nein. Sing das von Titanic, war das das gerade? Ja, sieh sie. Oh, es bitzelt. Ich höre komischerweise keine Musik. Sing es falls ernsthaft, ne? Aber ich höre keine Musik in der WTF. Ich will gar nicht wissen, wo die steht. Ich schau gerade durch die Scheibe, ich sehe auch nichts. Hey. Egal. Hast du Mauspads? Hast du schon gefunden? Was? Eine Mauspads. Mauspad! Doch. Es war so wunderschön. Ich hab 3000 jetzt schon gehabt, Alter. Ich hab abgebrochen. Und ich hab schon wieder eine neue Batterie gefunden, meine Freunde. Eine Batterie, ja, tut mir leid. Eine Batterie natürlich. Und mich hat gerade voll die Granny angestarrt. Granny! Die sieht doch eigentlich ganz hübsch aus. Ja, total. Total fresh! Der war geklaut schon wieder. So, jetzt renn ich mal zurück. Vielleicht ist da noch irgendwas. Ich die Tür dazu gemacht. Seltsam. Ja doch, die habe ich dazu gemacht. Stimmt. Oh mein Gott. Ich bleib jetzt einfach in meinem Büro, ich bin mir sicher. Du hast noch 9 Minuten. Ich habe noch 9 Minuten. Der Countdown läuft. Spaß. No Countdown. Da. Hier sind no Batterien. Bad Boys. What you gonna do? Ja, wie geht der Spruch? Was? Hier, warte mal. Welcher denn? Warte mal. Machen wir eine Weile. Mir fällt der Spruch schon. Ja. Gerade durch Sinus in meinem Büro. Ich geh jetzt mal zum Robert rüber. Zum Robert! Robert! So, geht's los. Robert, Türchen zu. Zu? So. Ich hab mich ja eigentlich auch schon alles durchsucht. Ich mach das grad sinnlos zum zweiten Mal, aber ich hab irgendwie Angst davor zu garen natürlich, davor zu gehen, zu dem großen Konferenzraum da. Weil irgendwie fühle ich mich da unsicher. Kann ich da auch einen Bildschirm? Das probiere ich jetzt mal aus. Hey, da. Please log in. Ja, toll. Kann ich mich damit besetzen. Bad login. Scheiße. Ich versuche da jetzt alle möglichen Dinge. Me, you, Robert. Randy! Oh, ich hab noch eine. Und es bitzelt schon wieder. Wo ist das Bild jetzt hin? Ach du Scheiße, wir stehen zusammen, wir fallen zusammen. Ich glaube, wenn ich da jetzt die Tür aufmache, steht die direkt um die Ecke. Dann bleib ich mal schön geil, süß und am Tisch. So, jetzt bin ich durch. Ich warte immer noch. Die große kann man doch aufmachen. Ah, man kann sogar die großen Schubladen aufmachen. Lol, da schau ich jetzt mal rein. Da wage ich mich sogar mal unterm Tisch hervor. Was natürlich gerade völlig umsonst war, weil da nichts drin ist. Schublade ist ein Gleiter, nein! Läuft bei dir. Es läuft steil und bergauf, aber es läuft. Das habe ich nicht zu dir gesagt. Das interessiert mich gerade relativ wenig, weißt du, das ist ein bisschen schon wieder. Ich war mehr, das ist sehr gut. Es juckt mich einfach. Tschüss. Diese!
Scheiße, vierte Batterie finden. Hehehe, Spaßvogel. Keine Ahnung, wie ist jetzt, lass ich erstmal blubbern. Blubber! Da ist schon wieder mein neuer Freund, der Stuhl. Hallo Stuhl. Mein neuer Freund. Mein neuer Freund. 5 Minutes. Von dem Zimmer hatte ich hier schon immer Angst. Wo bist du eigentlich gerade? In dem Abstellraum. Jetzt sind wieder Richtung Küche. Jetzt verkrieche ich mich wieder neben dem hier. Bist du? War der Show, der Stuhl sich bewegt? Ach ja, da hab ich was, ja, ne? Freilich, das ist doch mein neuer Freund, der Stuhl. Ach so. Aber dann kommt ja noch was auf dich zu. Oh. Mein neuer Freund. Jetzt mach ich die nur auf, wenn man da schon mal unterm Tisch sitzt, das ist voll scheiße. Da ist natürlich auch nichts drin. War ja auch nicht anders zu erwarten. So, ich bleib jetzt einfach mal hier drin und warte, bis es wieder bitzelt. Ich gehe lieber mal auf Nummer sicher, nicht, dass ich da irgendwie von der Granny getötet werde. Zerstückelt, zerhackt, zermalmt, was auch sonst. Der Hackfleisch zerhacken, der Hackfresse, oder? Nein, Mensch, das bist du für ein Spongebob-Fan. Das heißt, der Hackfleisch hasst den Zerhacker. Also ernsthaft. Ich lese jetzt einfach ein bisschen Papier, wenn ich das da lesen kann. April 19. April 2008, Mr. John, keine Ahnung, Präsident. Was weiß ich, das kann man nicht lesen. Bitzelst du jetzt mal wieder oder was ist da los? Ich bleib jetzt hier drin, das ist mir jetzt sowas von Rille. Das ist halt jetzt einfach mal eine typische Unterhaltungsfolge. Aber ihr hört schon, Leute, wie gestört er ist da. Also auf dem sein Kanal müsst ihr erst gar nicht vorbeigucken. Oh. Nee, Spaß. Schau doch bei meinem lieben Jody wie vorbei. Ich packe ja dann den Link schön in die Beschreibung. So. Ja, ist wirklich am Anfang. Ich habe doch gesagt, ich packe den Link in die Beschreibung. Jetzt bleiben wir mal geschmeidig. Ich bin nicht geschmeidig. Ah, ich spitzel wieder, sehr schön. Vor allem, ich höre nichts. Ich höre nichts, aber es spitzelt. Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Ich geh die Granny. YOLO. Und es bitzelt und bitzelt. Halt die Fresse! Das war ein Joke. Das war ein Joke. Steckt dir dein Joke sonst wo hin? So viele Löcher habe ich auch nicht. Noch nicht vor allem, ne? Ja, das sag ich doch. Halt die Kusch jetzt. Das war dein Papierkorb. Echt nicht? Der doch vorhin auch so sexy Geräusche gibt. Was dagegen, Alter? Was dagegen, hä? Willst du jetzt aufhören oder was? What the fuck? Bist du ein Idiot? Ah, der muss jetzt sein. Du zerstörst mir gerade meine ganze Folge. Solche Folgen sind die besten Folgen, Alter. Ja, ich weiß. 10.000 Aufrufe in 5 Minuten, ich weiß es. Denk dir mal einen guten Namen für die Folge aus. What the fuck? Ja, ich nenne die Folge What the fuck. Ja, okay. Ich hab keine Ahnung. Was? Granny in the house. What the fuck? Boom. Ich nenne sie Granny macht Boom. Ja, genau. Granny macht Boom, Leute. Granny macht Boom. Hör das jetzt mal auf, du Pinsel. Ich laufe hier sinnlos im Zimmer. Ich laufe hin. Das hört nicht auf. Ah, es hat aufgehört. So, wir gehen zum Büro. Hä? Ich höre mal gerade voll schlecht, Alter. Hört mal was alles? Jetzt höre ich dich. So, jetzt gehe ich mal in mein Büro. Ich muss mich ja trotzdem übersteuern anhören. Jetzt gehe ich mal in mein Büro. Tür zu. So.
an den PC und mal schnell speichern. Mi Echelon Save und Exit. So, jetzt haben wir gespeichert, meine Freunde, und ich würde mal sagen, das war's von dieser sehr kuriosen Folge One Late Night mit unserem lieben Jody wie am Start. Und schaut auch wie immer bei mir in Instagram vorbei und beim lieben Jody wie natürlich auch. Die Links packe ich wie immer in die Beschreibung und ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst die Daumen nach oben fliegen und den Abonnier-Button bluten. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Servus!